Einen wunderschönen guten Hallo und guten Abend und was auch immer. Ich mache mir erstmal den Oettinger auf und dann, naja, wobei wir können auch erstmal die Säge setzen, weil, ja, den Dumpf fehlt ein Besucher Kai. Ja, ein Dumpf will noch keine Besucher hin, da ist irgendwie nichts außer Farm und Stahl-Dinger und whatever. Ich habe gerade so einen Income-Drop. Ich weiß gar nicht, mit welchem Income wir den letzten Stream beendet haben. Aber ich habe einen Schlachtkreuzer, das ist geil. Ich hätte nur gerne ein bisschen mehr Reichweite bei denen. Hä? In die Takelage! Alter, nicht. Ich Idiot, hab das in den Falschen getan. Bin ich eigentlich komplett behindert? Jetzt soll doch in den Schlachtkreuzer, warte mal. Und die Haubitze kommt in den rein, weil die Alte sind nicht für die Schlachtkreuzer. So. Was der für ein Radius hat, ne? Linienschiff hat schon beiden Radius, aber der Schlachtkreuzer. So. Bis dahin, und wenn ich das Ding jetzt rausnehme. Nur bis da. Ja, kann wieder rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie viele Anteile? Ich habe hier noch 2. Wie viel habe ich hier? Auch 2. Die werde ich allerdings gleich verkaufen, weil ich werde diese Insel hier, die werde ich weghauen. Das ist für ihre Hauptinsel, aber das ist mir sowas von scheißegal. Ich hau diese Insel weg, plant hier ein Kontor. Mach hier ein paar Geschützstellungen, damit sie mir die Insel keiner wieder einnimmt. Weil mir gehen die Dinger hier auf den Sack. So. Der ist voll für den nächsten Schlachtkreuzer. Der wird auch gerade schon gebaut. Auf ihren Befehl. Ich fahr mal mit den Clipper hier oben hin. Weil vielleicht kriegt man ja jetzt neue Sachen. Vielleicht auch mal, vielleicht etwas, was ja Angriffsreichweite um 20% weil dann kann ich mit nur einem Schlachtkreuzer ihre Insel da einnehmen. Vorausgesetzt, sie hat keine dicke Bertha. Verringert Verbrauch von Telefone, hatte ich auch noch nie. Das muss ich wieder aktivieren, das will ich nicht. Es gibt neue, 5%, aber ja, 20% auch nicht so geil. 10%, 5%, 15, hä? Warum ist das so scheiße teuer? Wenn das nur Angriffsreichweite von 15% hat, das andere hatte doch auch 15%, oder? Auf die Station! Nein, das hatte 10%! Das muss in den Einkauf, in den Warenkorb, in den Einkaufskorb! Rein damit! Ich glaube, ich finde tatsächlich auch kein besseres. Das ist auch nice. Das nehme ich auch mit. Das ist auch nice. Schatzverlangsamung. Das kommt auch in die Tüte. Komm, gib mir noch irgendwas Geiles hier. Oh, guck mal so was wie das hier. So. Dann tauschen wir hier mal aus und dann. Hallo, ich hab was von außen. Hi. So. Und dann wird dieser Clipper hier auch schon mal 3 Millionen km/h. Welcher bist du? Du bist Pubble. Erwarten und du bist Horizonte. Kautschuk. Warte mal, Kautschuk fährt auch in die neue Welt. Du kriegst was Schönes.
Warte mal. Ja, Kautschuk fährt nur mit Kautschuk. Ah ja, gib mal ein bisschen Kette geben hier. Ich warte auf einen anderen Clipper. Wo ist er? Wo habe ich den hingeschickt? Habe ich den jetzt ernsthaft hier hin, ey? Nice, sein Schiff ist fertig. Du wirst auch gleich modifiziert, Kollege. Kampfdeck bereit machen. Irgendwas fehlt mir. So. Sind unterwegs. Du kriegst hier Bewegungsschwer plus 15, Frachtverlangsamung und so. Zack. Weitermachen. Alles bereit. Dann fahre ich mal hier hin. Ein neuer Auftrag? Jau. Okay, wenn der jetzt nicht mal mehr Reichweite hat als so ein Geschützständerturm hier. So. Irgendwas ist gerade wieder reingekommen. Irgendwas fehlt mir. Ich muss gucken. Entweder hier oder ein Kap der guten Hoffnung. Keine Ahnung. Weil jetzt droppt es gerade wieder. Irgendwas haut er überhaupt nicht hin. Ich kann auch einen Schlachtkreuzer bauen. Das ist gut. Bereit für den Einsatz. So, wir haben jetzt Trefferpunkte 6000. Jetzt haben wir 6900. Das Ding kriegst du auch noch. Ja, hier sind wir schon wieder. Lächerlich. Aber der wird schon sehen, was sie davon hat. So, das kriegst du auch noch. Dann bist du schneller unterwegs. Zwei geht nicht, ne? Ne, schade. Ein neuer Auftrag. Aber du kriegst doch mal eine Panzerungsplatte für noch mehr. 6900. 8700, Alter. So, komm, du kommst ja auch noch drin. So. Runde übernehmen. Guck mal, das ist jetzt hier, das ist ein Rennauto hier. Ey, da guck mal, wie der abgeht. Bäm, 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 bäm. So, ich warte jetzt noch, bis der andere Schachkreuzer fertig ist und dann werde ich mal wegradikalisieren. Bereit zum Einsatz. Ich hätte hier auch gerne ein bisschen mehr Panzerung. Schlachtkreuzer bereit. Was machst du? Angriffsgeschwindigkeit. Du machst nochmal Schaden pro Schuss. Geschwindigkeit. Ich glaube, ich... Der hat jetzt 9,9. Kampfdeck bereit machen. Der hat 9,4. Hä? 8,6. Das liegt an der Panzerung. 9,4. Du machst... Oh, auch Angriffsreife. Der muss hier unbedingt drinnen bleiben. Schaden hätte ich auch, aber Geschwindigkeit auch. Ich hätte gerne mehr Trefferpunkte hier in den Karren. Ah! Doof. Auf dem Weg. Warte mal. Komm hier, dann hau ich die Platte da rein. Volle Segel. Mehr als bereit. Ah, Schiffe sind alle voll, okay. Gut, ich habe keine Verwendung für die Platte. Die kommt wieder zurück, die ist für den nächsten Schlachtkreuzer.
2, 3, guck mal, für den nächsten Schachkreuz habe ich auch schon alles parat. Der nächste kriegt einen Rotor, ein Dings, eine Platte. Oh, ich habe noch einen Slot frei. Mal langsame Fahrt. Ich will jetzt mal gucken. Alter, ist die Musik gerade laut. Machen wir nicht so laut hier. Gucken, was hier fehlt. Sie sind das. Kann keine Adelskammer bauen, hab keinen Einfluss. Alter, was ich aber auch nicht habe, ist Öl. Also jetzt fahren 3 Ölfrachter. Warum heißt die Handelskammer nicht alle Handelskammern? Die zwei sollen nachher aus der neuen Welt fahren. Alter, das Öl ist wirklich... Wahrscheinlich liegt das auch daran, weil ich kein Öl habe. Der fährt hin, der fährt hin. Wo ist denn der andere? Ja, das Echolot, das kann ich mal. Ja, jetzt. Ist das aufregend, eine Berühmtheit? Ah, Schnauze halten. Da haben wir noch ziemlich ungeschützt. Ich habe hier noch 2 Geschütztürme. Echolot mit geringer Reichweite. Das nahegelegene Aufgabeziel: Schätze und Minen enthüllt. Sind unterwegs! Oh, jetzt bin ich ja hier. Okay, hier habe ich die Flotte voll. Sie sind frei. Oberrussen muss ich auch noch kümmern. Das habe ich als 2 Punkte. Der erste Punkt ist, die Hauptinsel von der Alten da wegknallen. Okay, irgendwie fehlt mir ein Öltanker. Warte mal, einer ist hier, der andere kommt da hinten. Okay, es ist halt natürlich doof, dass die alle in einer Reihe fahren, ne? Ich muss unbedingt auch Öl. Ach, hier kommen wir ja nicht hin. Unbedingt Öl abbauen in der neuen Welt. Weil hier wird noch zu wenig Öl gefahren. Doof, dass die alle 3 hintereinander fahren. Toll, jetzt muss ich raten, wo die Tauchstelle ist oder was. Hehe.
Ja, Tanker bereit. Der fährt mit 400, der fährt mit weniger und der andere hat kaum was. Von mir aus freigegeben. Ich kann mir nur meinen Spar mit 3 zu fahren, aber ob der eine jetzt so rumsteht oder auch fährt, ist gar nicht egal. Das Problem ist, dass die nicht voll fahren, die müssten alle 3 voll fahren. Aber das kriege ich nur, wenn ich aus der neuen Welt Öl abbaue oder wenn ich Berries Insel einsammle und da auch nur Öl abbaue. Guck mal, der fährt ja lächerlich, der fährt mit 48. Gibt es hier noch andere Inseln mit Öl? Tatsächlich. Lol, das sind 3 Hauptinseln hier auch noch. Ja, natürlich nicht so viel wie diese Insel, aber... Okay, Dinge, die ich nicht gewusst habe. Gut, egal, ich will jetzt hier gar nicht so viel im Kap der guten Hoffnung machen. Ich will jetzt mal hier drüben gucken, was hier nicht richtig ist. Was hier fehlt. Holz geht wieder hoch, das ist sehr gut. Fisch ist gerade runter. Wann machen wir weiter? Jetzt. Von vorne anfangen? Warum? Sonst Schnapsfeld. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Ich finde ja krass, was die Trecker so bringen, ne? Alles anhalten! Zurück an die Maschinen! Ui, Metzerei, muss ich eine anschmeißen. Vom Stapel gelaufen. Ich kann das hier nicht, gib mir die Strafe. Wir haben nichts zu verlieren, außer unsere Ketten. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Ich liebe diese Musik. Shadows from the past. Wo gehen die denn? Die... Ah, hier oben! Ich weiß auch nicht, wo wir gerade Polizeiwachen haben. Alter, ich liebe dieses hier, ist so geil.
Es fällt immer schwer, dort anzukommen. Oh, natürlich. Ich Dummkopf. Schnauze, jetzt ist er nicht weg. Nein, ist es nicht. Alter, Fahrräder sind voll. Noch ist dies nicht die perfekte Formel für ein erfülltes Leben. Es fehlt nichts, es ist alles da. Warum droppt man den Kram denn immer? Ja, hier, ihr macht das hier. Schade, dass das Lied jetzt weg ist. Aber vielleicht ist ja hier was gerade. Die Straßen sind wieder sicher. Die Arbeitsklamotten, Alter. Hier, die sind immer so riesengroß. Hier waren auch immer so die Arbeitsklamotten. Uns fehlen Waren. Oh. Die Seide fehlt, was? Die Seide ist voll. Verarscht mich nicht. Ich werde einen Moment lang die Füße hochlegen. Brot! Schiff unter Beschuss. Oh, Brot! Ach, das sind schon nur die Öltanker. Wer sollte sonst unter Beschuss sein? Brot, 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 wo ist Brot? Alter, ich finde hier nichts wieder, da. Okay, hier drüben fehlte Brot. Und Bier. Das sind natürlich so die wichtigen Sachen, ne? Wirtschaft ist dazu da, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. Mehr nicht. Okay, ich glaube, hier drüben ist das Problem. Mal sehen. Also, wir haben Metzerei, brauche ich nicht. Alter, ich schau diese Insel. Immer gucken. Das hier ist mein Scharfschützen-Schlachtkreuzer. Ich schicke mal die beiden Schlachtkreuzer da hinten hin. Wieder ja nur da liegen. Sind unterwegs. Bereit für den Einsatz. Befehle? Wachdienst eingerichtet. Schlachtkreuzer bereit. Alter, ich könnte mit den zum Feuer. Aber wieso fährst du so dicht daran? Schiff dumm. Unter Beschuss. Zum Einsatz. Tupfen Sie sich in der Zwischenzeit. Nö. Ein billiger Trick. Das Wasser schäumt, Admiral. Feuert aus allen Rohren. Ich kann mit den Schlachtkreuzern diese komplette Insel einnehmen, weil das Ding kann nichts machen. Darum brauche ich noch mehr. Ich brauche noch mehr von den Dingern hier. Kombination ist der und der. Immer die Sniperflotte. Maschinen laufen an. Hier reicht es leider nur für den. Oh, Freunde, wir kriegen Besuch. Schiff unter Beschuss.
Kurzer Stellungswechsel hier. Ihr werdet jetzt angegriffen. Da ich nehme gerade mal eine Öltanke an hier. Komm, du kannst sowieso nicht mehr abhauen. Okay, Flotte sammeln. Ich brauche mehr von denen und mehr von denen. So, ich wollte das mal testen. Wir sammeln uns mal hier und shoppen mal so ein bisschen. So, ich kann mir da nichts drauf, kein Geld. Welche Schiffe werden jetzt angegriffen? Alter, was willst du jetzt? Abdrehen! Flotte bereit! Ich hoffe, dass meine Öltanker rechtzeitig kommen, ey, meine Schlachtkreuzer. Das ist ein Problem. Egal, Öl-Schlachterini hier. Okay, hier, macht mal, wer schneller ist. Der Rest ist mir egal. Nein! Das gibt sowas von Rache, du alte Plunze, ey. Da kannst du von dem Schiffen kannst du dich verabschieden, ey. Guck mal, was hier kommt, meine Schlachtkreuzerflotte hier. Babala! Flotte zum Angriff! Hier, wir stellen uns hier mal demonstrativ Formation einnehmen. Im Weg. Keine Chance. So, die Schachtkotze können aber stehen bleiben. Jetzt kommt's drauf an. Bereit machen zum Feuer. Oh ja, du machst den und ihr macht den. Ach, der ist gleich tot. Volltreffer. Bereit. Ihr habt da ein kleines Loch auf einer Seite, auf der ihr gar nicht getroffen worden seid. So, jetzt fahrt er wieder im Verbund. Und zwar zu den Kollegen hier. Zu dem Kollegen hier. Flotte unterwegs. Ich gönne mir dabei mal einen neuen Tanker, den ich auch direkt hier hinzufüge. Wir drehen hier nur noch Däumchen. Setzen Sie den Angriff fort oder die Belagerung endet. Ah, später. Ich habe anderes Problem hier tatsächlich. Hä? Dein Ernst?
Halt! Schiff unter Beschuss. Feindliches Ziel erfasst. Fährt der jetzt rein? Die Augen auf den Horizont. Die KI ist unglaublich. Bei. Ich glaube, ich kann mit dieser Insel einfach nur leben. So, jetzt. Neue Ziele? Panzerung hält, Admiral. Flotte geht auf Fahrt. Setzen Sie den Angriff fort. Ja, später. Ich muss erstmal hier gucken, dass ich mein Income mal wieder. Gerade rück, Alter. Ich will jetzt mal wieder zurechtfinden hier. Ungern, denn meine Frau meinte, ich könnte sie ja mal fragen. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Nur ein wenig Beachtung, mehr braucht's nicht. Fett. Alle Kontore und alle Hafenaktivität. Ich glaube, Traum. Vater hätte dich gemocht. Oh! Beidrehen, da liegt nämlich hier Bergungsgut. Das will ich haben. Lotte bereit. Das hätte nicht besser laufen können. Bis ich hier angekommen bin. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff. Ist mein Schiff voll? Nein. Hier will ich hin. Schiff unter Beschuss. Alter. Tu's nicht. Oh nein. Ein Schiff wurde zerstört. Fuck! Laden. Wir haben jetzt die Zinu. Ach scheiße. Ja, okay. Müssen wir laden. Ich hasse das. Diese KI ist so unglaublich dumm.
Alter, wie lange das Laden dauert, ne? Lade, 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 Alter, ist das ätzend. Oh, Segel setzen, zack. Da werden wir aber dafür sorgen, dass die Schlachtkreuzer da nicht reinfahren. Still gestanden, der Admiral. Hier sind die reingefahren. Flotte segelt in Formation. Was bist du für ein Schiff? Neue Ziele? Setzen Sie den Angriff fort oder die Belagerung endet. Haben wir die noch nicht ausgetauscht? Oh, aber den muss ich auch gucken, der fährt dann nämlich auch gleich rein. Hä? Wo ist er denn? Du wirst da nicht reinfahren. Die Augen auf den Horizont. Oh, das Bergungsgut lag hier vorhin auch schon. Schiff unter Beschuss. Komm, zwei Schuss gibt's hier mit, damit kein Leben. Stillgestanden, der Admiral. Jetzt kommt's drauf an. Hallo. Bleibt doch mal stehen. Laufen Koordinaten an. Kampfdeck bereit machen. Flotte geht auf Fahrt. Das hätte nicht besser laufen können. Schiff unter Beschuss. Ja. Die Insel war eines Konkurrenten schneller. Hat einem Angriff standgehalten. Gut, darauf speichere ich jetzt nochmal schnell. So. Ich bin nur ein kleines. Sie haben Wort gehalten. Ich halte immer Wort. Schreibt mir hier noch mal zu. Cup-Aufgaben. Weil ich glaube, mit den Leuten hier oben. Wo waren sie jetzt? Ja, ich doch neulich beim Öl. Da, hiermit kann man was machen. Von Vaters Befehlen sind wirklich rätselhaft. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber. Ja. Chef unter Beschuss. Oh, nö. Komm, dreht euch jetzt sowieso ab, Mann. Besetzt die Station.
Wie viel? Das ist nix. So. Ich weiß nicht, was ich bezüglich meines Incomes hier machen soll. Aber eins weiß ich. Neue Befehle? Was machst du? Das ist auch gut. Du und du sind für Schlachtkreuzer reserviert. Und du auch. Achtung, Admiral. Und du auch. Gut, Ding wollen wir kaufen. Ich habe die Hoffnung jetzt nochmal so ein 15%. Alter, die Musik! Nein! Nein! Schlachtkreuzer bereit! So ein 15% Fernglas zu kriegen. Wenn man das nicht aktivieren müsste, wäre das ganz schön geil. Oh, das ist auch nice. Das nehmen wir mal mit. Ah, da haben wir eins. Ich brauche jetzt noch eins. Und dann habe ich drei Schlachtkreuzer. Die einfach nur fucking Sniper sind. Kommt, das kommt auch in die Tüte. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ein Feuer ist ausgebrochen. Alter. Ja, auch nice. Oh, da hat er sogar noch einen Slot frei. Oh, das geht? Komm. Alter, ich vergammel mich jetzt hier total, ne? Ich will nur noch einen auf Fernglas haben. Alter. Tja, da ist es. Fertig. Abbruch. Abbruch. Zurück in den Hafen. Und dann wird da erstmal sortiert. Hier, es wird noch gelöscht. Oh. Industriesabotage? Vielleicht durch ein... Die Feuerwehr, die kriegt das schon hin hier. So, wo sind meine Schlachtkreuzer? Ein neuer Auftrag. Wo sind die Schlachtis? Die Flammen wurden gelöscht. Die Schlachtkreuzer sind nochmal ein Sniper-Team, weil damit sniper ich alles weg, bis auf eine dicke Bärte da tatsächlich. Da. Hä? Ich hab losgeschickt. Gib mal ein bisschen Caddy hier. Und mal gucken, mal im Flotte jetzt mal so nach und nach auch den Schlachtkreuzen ersetzen. Kampfdeck bereit machen. So, jetzt wird hier erstmal sortiert. Ich speichere nochmal. Safe. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Achtung, Admiral anwesend. Ei.
Ah, überall sind schon die Haubitzen, ey. Der hat noch keine. Mehr als bereit. Ah, wir hatten die jetzt. Ist ja auch noch voll. Bereit zum Einsatz. Hä? Okay. Warte mal. Ja, du bist nur Trefferpunkte plus 800. Du kannst. Achtung! Da wieder rein. Den brauche ich. Als ob die alle voll sind. So, jetzt macht er einmal die Runde. So. Also. Was nehme ich jetzt hier? Das Ding kommt raus. Trefferpunkte 8. Hä? Schlachtkreuzer bereit! Hä? Fuck. Ei. Neue Befehle? Warte mal, das ist ja gerade so ein Schaden. Aha. Bereit zum Einsatz. Nein. Angriffsreichweite plus 10%. Okay, die sorgt dafür, dass er mehr, aber die ist quasi auch, die ist das gleiche. So. Achtung, Admiral anwesend. So, Angriffsreichweite plus 10%. Du kannst zurück. Schaden an Gebäuden. Schiff unter Beschuss. Ein Schiff wird angegriffen, wodurch? Diese blöde Insel schon wieder, ey. So, Leute. Du kommst jetzt rüber. Und dann nehme ich hier. Warte mal, wir haben hier Schaden an Gebäuden plus 50%. Schaden pro Schuss. Ich gehe mal hier. Ich nehme mal die Geschwindigkeit raus. So. Schlachtkreuzer bereit. So, du hast Angriffsreichweite plus 10, plus 5, das wird plus gut. Maschinen laufen an. Du bist durch. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Wird da mal zwischengeparkt. So. Bereit zum Einsatz. Du hast Angriffsreichweite plus 10, Angriffsreichweite plus 50, du bist theoretisch auch durch. So, zack und zack, nochmal zwischenparken. Schlachtkreuzer auf dem Weg. Das geht bestimmt nicht, ne? Nur so, zack. Ei. Trefferpunkte plus 800. Schiff unter Beschuss. Das sind meine beiden Sniper. Ich weiß nicht, ob das hier auch schon ausreichend ist, weil ich habe die leider hier verwechselt. Die machen nämlich nur Trefferpunkte. Trefferpunkte, Trefferpunkte. In die Takelage. Nein, dann kommt der darüber. Was machst du? Schaden durch dicke Bärte. Ruhe wurde beendet. Die Waffenruhe wurde beendet. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Gut, dann nehme ich hier auch mal die Geschwindigkeit raus. Aber so tausche ich den aus. Schlachtkreuzer bereit! Hier drüben werde ich auch noch mal tauschen. Kampfdeck bereit machen! Gut, so, das kommt. Warte mal. Achtung, Admiral anwesend. Ach, sind alle voll. Gut, dann kommt der Bums mal den Clipper. Kessel unter Dampf.
Mit einem neuen Schlachtkreuzer, den ich mir irgendwann erbauen werde, weil ich habe überhaupt keinen Einfluss. Haben Sie einen Moment? Nö. Die Gewerkschaft hat genau das vorhergesagt. Alles bereit. So, dann teste ich mal. Ja, wo hat er denn seine Insel? Die hat er ja doch hier. Ah, die Insel hier ist das. Hier steht zwar keine dicke Bertha. Aber ich werde mir aber die anderen Anteile wiederholen. Hi. So, wer hat einmal hier geparkt, die Flotte? Wollen wir da Geld reinholen? So, aber ich mach das mal langsam, weil ich mache noch mal eine ganz kurze Bestandskontrolle, weil irgendwas ist immer noch. Ich kann mir vorstellen, dass das am Ölmangel liegt. Ich meine, hier drüben ist eigentlich bis auf Fisch. Warte mal, ich nehme jetzt mal den Scheiß aus der Handelskammer raus hier. So, ciao. Und ciao. So, den Rest lasse ich so drin, wie er ist. So, den Fischer jetzt wieder hochgehen. Schnaps geht wieder runter. Alter. Danke. Ich hatte schon befürchtet, dass die Maschinen mich. Warum droppen denn jetzt schon wieder Arbeitsklamotten? Das verstehe ich immer nicht. Gott hatte wenigstens Lehm, um die Menschen zu formen. Ich sollte nicht nach Gründen fragen. Warte mal, ich habe hier irgendwo schon mal irgendwas vorgebaut. Hier, genau. Es bildet sich bereits eine Staubschicht. Die Uhren, weil mir Gold fehlt. Sieht beschäftigt aus. So, die Linienschiffe sorgen eigentlich nur dafür. Schiff unter Beschuss. Dass die Schlachtkreuzer in Ruhe ihre Arbeit machen können. Die Insel, die hau ich gleich weg. Ich hole mir jetzt von ihm die Inselanteile wieder, damit mein Inkampf wieder stabil läuft. Und dann kloppe ich diese Insel hier weg. Da kann ich Gift drauf nehmen. Das geht mir so auf den Sack mit den beiden hier. Die Menschen lassen sie. Oh, na gut, ein Stadtfest ist vielleicht jetzt. Ihre Stadt ist attraktiver. So. Ich sollte die Linienschiffe vielleicht mal anders positionieren. Schiff unter Beschuss. Mehr als bereit. Weil ich brauche Platz. Kurs setzen. So. Warte mal. Wie sieht das mit deiner Reichweite aus? Ah ne. Du bist ein Sniper.
Aber du nicht. Kann bis hierhin noch ranfahren. Ziel anvisiert. Ja, okay. Bereit machen zum Feuer. Ziel anvisiert. So. Genau deswegen habe ich die Linienschiffe mitgenommen. Unter Beschuss. Stillgestanden. Herr Admiral. Flotte erwartet Befehl. Aber ganz ehrlich, Alter. Hier können wir das mal so ein bisschen beschleunigen. Neue Ziele? Indem ich hier sag, alle Angriffe ja, naja. Unverschämtheit! Schiff unter Beschuss. Die Schlachtkreuzer halten weit aus, aber wenn die alle angreifen, geht das einfach schneller. Formation einnehmen. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Oh, das habe ich nicht gesehen, das hat hier schon in den Fritten ist. Für uns beide reine Zeitverschwendung. Wohin gehen Sie denn das? Ein dreister Schwindel. Hä? Sie warten auf. Das ist doch nicht meine Insel hier. Verstehe ich nicht. Aber gut. Achtung, Admiral anwesend. Ui. Kommt der hier mit seinem gleichen Kanonenboot, Alter. Ach, ist schon tot, okay. Neue Ziele? So Leute, einmal umfahren hier. Ui, ja stimmt, der hat ja hier. Flotte legt ab. Na, bitte bis hierhin. Er hat ja noch dicke Bärte, die muss ich beachten. Die hat einen scheiße großen Radius. Ich hoffe, dass die Schlachtkreuzer zumindest mehr Radius als die dicke Bärte haben. Ein Problem! Wo Liebe und Hoffnung nicht genug sind, werde ich kämpfen. Schnauze. Anstelle die bestehende Ordnung herauszufordern, zementierst du sie? Warte mal, wir haben zwei Schlachtkreuzer hier. Ah. Auf die Station!
Setzen Sie den Angriff fort. Oder ja, ich bin in Arbeit. Wollen wir eine Flotte erstmal umsiedeln hier. Flotte erwartet Befehle. Na, wie die Schlachtkreuzerkette gehen hier. Oh, moin. Oh, den hätte ich nicht mitnehmen sollen. Der ist ja noch voll. Ich hoffe, dass da jetzt kein dicker Beta-Schuss kommt. Gemeinsam triumphieren wir. Schiff unter Beschuss. Oh, der Korb. Nicht da reinfahren. Bist du verrückt? Hi. Hallo, fahrt da raus. Seid ihr dumm? Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Kurs steht. Schiff unter Beschuss. Mann, wo ist da das Schlachtkreuzer, ey? Schiff unter Beschuss. Wir fahren aber, wir greifen nicht von hier an, sondern fahren mal hier vorne vor. Ein letzter Blick. Okay, so weit ein Radius hat die dicke Bäder jetzt auch nicht. Schiff unter Beschuss. Oh. Flotte Segel in Formation. Ah, sie schließen sich der gerechten Sache an. Schiff unter Beschuss. Schiff unter Beschuss. Bereit machen zum Feuer. Beschuss. Freunde, ihr müsst da mal wieder raus. Okay, der ballert hier gerade fröhlich und frech weiter. Ich muss mal gucken, wie ich euch hier platziere, weil hier ist eine dicke Bärte und da sollen die nicht reinfahren. Kessel unter Dampf! Fährst du da wohl mal nicht dichter rein? Schiff unter Beschuss. Hauptgeschütze! Bereit machen zum Feuer! Befehle?
Hauptgeschütze! So. Das Wasser schäumt, Admiral. Leute bereit. Aber weiter reinzufahren, um den Konto anzugreifen, müssen wir weiter reinfahren. Neue Ziele. Aber da das ganze Kleingemüse jetzt hier weg ist, würde ich sagen. Hör mal die dicke Bertha ins Visier. Besser meine Zunge. Und zwar alles rauf, was keine Miete zahlt. Sie kann das sich alle kriegen. Schiff unter Beschuss. Flotte erwartet Befehl. Schiff unter Beschuss. So, das war Insel Nummer 1. Maschinen laufen an. Schade, dass man bei den Ölfrachtern keine Dings hier. Alter. Hä? Lotte bereit. Habe ich ein Schiff verloren? Die Segel setzen! Wieso habe ich gerade minus 10k? Stillgestanden! Ah, what the fuck? Admiral. Aber hier gerade noch nichts rüberkommt. Lotto bereit. So, Kenners, wir fahren mal eben nach Dummhausen in den Hafen. Ein Schiff verloren, weil wegen dumm. Und dann sehe ich nämlich mir die andere Insel vor, die Hauptinsel von Merrily, die hau ich weg. Ui, Mikey Stimme, eine Seltenheit in diesem Format. Schiff unter Beschuss. Na, Jimma, halt deine Schnauze ja. Diese Insel, die hau ich weg. Ich brauche die Anteile nicht. Ich kann ja schon mal anfangen zu verkaufen. So, weg damit. Belustigend. Und hier auch. Weg. So. Dann sind die schon mal weg. Dann kann ich gleich diese Insel hier weghauen, weil die ist mir nur im Weg. Neue Lieferung? Ja, bin ich alles so kaputt. Kaputt. Ich verstehe auch nicht, warum die Ölfrachter hier lang fahren und die Clipper einen anderen Weg nehmen. Warum nehmen die Ölfrachter. Dein Income macht einen Abgang. Ja, ich weiß, mein Income ist sowieso, hätte ich die Anteile nicht bei dieser Insel, bin ich bei 10.000 im Minus. Mein Income macht einen Abgang, weil ich hier gerade die Anteile verkauft habe, weil ich diese Insel jetzt hier wegkloppe. Die nehme ich komplett ein
Oder weiß ich nicht, was ich mit der mache. Ob ich die abreiße und zur unbesiedelten Insel erkläre oder ob ich die verteidige, sodass die keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, ich weiß. Das war eben bei 10k, weil ich keine Anteile mehr hatte hier. Jetzt habe ich ja hier wieder 22.000 an Income. Du hast doch keine Ahnung von dem Spiel. Ja, das ist korrekt. Ich habe von nix eine Ahnung. Kampfdeck bereit machen. So. Grüße hier. Hallo. Begrüße den Baron. Au, Moment. Ich verneige mich gerade. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Baron. Warum höre ich dich nur im Stream, aber nicht in Discord? Das kann ich ja nicht sagen. So, jetzt hast du... Dein Mikrofon leuchtet, aber warte mal. Jetzt hast du verkackt. Jetzt komplett vorbei. Euer leise bitte. Sprung in der Schüssel. Mein Sonar ist ausgegangen, deswegen. Sprung in der Schüssel. Sein Sonar ist ausgegangen, was? Der feine Herr. Sag doch gleich, dein Hörgerät ist ausgegangen. Ja, so heißt das halt. Hat nicht nur ein Sprung, das ist witzig. So verzögert mit dir zu reden über den Stream. Gib doch zu, dass dein Hörgerät ausgegangen ist. Boah, jetzt höre ich dich wieder. Oh, ist das. Hallo! Wie kann man denn so laut werden? Okay, let's go! Ja, wie geht's? Du dumme Sau. Herr Baron? Bin ich jetzt leiser als vorher? Kurz gefragt? Nö, du bist lauter. Okay. Alles gut so, dann kann man dich mal wieder verstehen. Na ja, gut, wobei. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man dich verstehen kann. Nee, ich ist. bei dir, wenn man dich nicht hören will, dann geht man einfach in den Stream. Alter, ich komm gleich rum und da gibt's ein paar Schellen. Mal nächste Woche so angeblich soll die Alter. Deswegen redet er so wenig in den Stream. Er kann's einfach nicht. Nächste Woche Dienstag soll angeblich mein Auto kommen. Schiff unter Beschuss. Ui. Die haben mir das per SMS bestätigt und ich hab's da vorhin auch angerufen und da wurde mir's auch nochmal bestätigt. Er ist auch deutlich, oder? Ich dachte erst nach Island. Also, ich rede vom Clio. Ach so. Der neue soll leider echt. Das war jetzt ein bisschen enttäuscht. Ja, schön, da freue ich mich. Der neue soll erst im Oktober kommen, leider. Den hätte ich ja schon gerne vor Island. Ich muss mal nachfragen, wie lange so die Produktion geht, wenn ich ihn selber abhole, ob ich ihn dann vorher da habe. Am 1.9. bauen sie ihn ja zusammen. Ich habe keine Ahnung, wie lange... Willst du nach Frankreich jockeln oder was? Sie gehen mit dem Zug hin, mit dem Auto zurück. Ist doch eben um die Ecke. Nice. Das stimmt allerdings, für dich ist wirklich um die Ecke. Ich weiß nicht, wie lange heutzutage das dauert, bis ein Auto zusammengebaut ist. Aber wenn die sagen, ja, am 1.9. ist, wer zusammengebaut, am 2.9. ist fertig. Das längste, das was am längsten dauert, ist der Transport. Die müssen erstmal eine Spedition finden, die das Auto dann fährt. Mikey, wer? Ich erzähl's trotzdem, auch wenn es niemanden interessiert. Ist mir doch scheißegal. Toll, jetzt habe ich gerade die Dose geschüttelt, weil ich wüsste, wo das die leer ist. Immer noch dein. Und jetzt habe ich den ganzen Energy bei Tischpartei, weil da noch mal drinnen war. Ich habe immer noch den Dings hier, auch den Energy, ne? Den wollte ich auch nochmal. Den habe ich auch, den wollten wir nochmal zusammen verkosten, aber irgendwie kommen wir nicht zu Stubber. Ja, du kommst, ja, weil du ja nur Anno spielst. Ja, du spielst nur Ark und ich nur Anno. Gab nicht. Ja, ja, ich wäre auch mal wieder offen für eine Runde Schnorrer. Ja, ich oder so. Auch. Ja, heute ist gut. Vorbei, aber weiß ich nicht. Ja, ja, heute nicht mehr, morgen? Dumme Sau. Morgen wäre ich da. Ja, wie viel Uhr? Warte. Ich bin ab 14 Uhr. Naja, nee, 14 Uhr nicht, das schaffen wir nicht. Ab 16 Uhr bin ich am Start. Hä? Als ob Stahl voll ist. Ja, morgen habe ich ja wenig Termine, 16 Uhr oder sowas.
Ja, siehst du, da bin ich auch am Stüsseln. Aber 16 Uhr. Ja, ich Uhr, auch. Aber 16, ich warte. Aber 16 Uhr oder sowas. Geht das doch bitte ein bisschen genauer? 16.34 Uhr. Das ist ja schon fast halb fünf. Das ist ja schon fast wieder vorbei. Ja, wann hast du denn Zeit? Ich kann nicht. Morgen ist hitzefrei, sag ich jetzt. Für mich. Morgen wird es ja 37 Grad. Heute sind schon 35 gewesen. Ich musste raus. Ich habe eine Impfung bekommen. Eine Impfung? Ja, ja, gegen Zecken. Zecken? FSME. FSME. Ja, das, was er sagt. Das, was er sagt. Das steht für Frühsommer Meningokokkenzephalitis. Ja, keine Ahnung, das habt ihr im Norden bei euch nicht, das Problem. Nee, hier haben wir gar keine Probleme. Nee, jetzt wäre noch in Ordnung. Das ist tatsächlich so eine regionale Geschichte, die halt so Tschechen und Sachsen, Bayern Schiff und so weiter betrifft, halt mit, wo halt Waldgebiete sind. Gegen Zecken. Mann, was ist das Ding so langsam mit der Makette, ey? Weil bei uns gibt's gefährliche Zecken, die machen Hirnhaut bis sie tot. Und dagegen kannst du dich impfen lassen. Und das ist schon meine zweite Impfung. Das Witzige ist halt der Intervall. Also ich bin noch nicht, also das ist eine Dreifachimpfung. Ich bin noch nicht voll geschützt, weil die erste Impfung hatte ich im Mai, am 22. Mai oder sowas. Die zweite Impfung hatte ich heute und die nächste habe ich in 8 bis 10 Monaten. Ich sag mal so, wer? Nein. Ich kann doch gleich wieder gehen. Schöne Geschichte. Ich kann doch wieder gehen, ja? Schöne Geschichte. Erwarten neue Hunde. Ich hau die gleich in die Fresse, ich hab keine Schiffe mehr frei, um die Scheiße hier reinzupacken und ich will das. Wer? Bitte? Wer? Ich hau dir gleich. Ob du Schiffe frei hast oder nicht? Ich hau dir gleich. Aber sowas von. Kein Gift drauf nehmen, aber dann bräuchte ich dich behauen, immer kein Gift. Ne, auf jeden Fall, nächste Woche Dienstag kommt mein Auto. Und ja. Ich wollte es Samstag an dich selber abholen, aber ich verlasse mich jetzt darauf, dass nächste Woche kommt, dann hole ich das Schiff dann. Sind unterwegs. Ach, das Schiff, dein Auto saß ja nicht ab. Ja, wir werden uns noch von Schiffen unterhalten. RE-18, guck an. Was? Achtung, Admiral anwesend. Was? Was? Wuff, wuff, wuff. Was ist RE-18? Na ja, deine Mutter. Ja, das weiß ich aber. So, jetzt schnipper ich die andere Insel weg. Das Geile ist, die Schlachtkreuzer haben einen größeren Radius als Kanonenturm und ich brauche die drei einfach nur davor setzen. Die Schlachtkreuzer können auf den Kanonenturm schießen, aber da ist der Kanonenturm nicht auf die Schlachtkreuzer. Wer? Ne, wie oft du das schon erzählt hast, interessiert mich. Weil ich das schon gestern, wo ich in deinen scheiß Stream reingeguckt habe, erzählt hast. Ach, ich habe auch gestern geredet? Ja, hin und wieder, ganz selten machst du das. Du weißt ja, ich kann das nicht. Ist aber eine Seltenheit, deswegen ist es immer wieder ein Unikat, wo man sich denkt, oh, das soll ja auch eine Seltenheit bleiben, aber... In einem Let's Play? Mein Stream soll ja auch was Besonderes bleiben, ne? Hier, yeah, weißt du, was ihr an eurem Laden führen müsst? Dann würde ich sofort Paletten davon kaufen. Ja, was denn? Zero. Ice-Tea. Zero Ice-Tea. Ja, eigentlich schon geguckt, kann ich bestellen den Scheiß. Ich weiß nicht, warum. Stillgestanden. Der hat mir rein. Ich weiß nicht, warum. Ja, ich weiß nicht, warum ich das bestellen kann. Wie, warum du das bestellst oder warum du das nicht bestellen kannst? Nicht! Ach so. Stimmt. Ja, warum kannst du es nicht bestellen? Ich weiß nicht! Weil ich trinke gerade einen schönen Zero Ice. Zero! Da steht, das heißt Zero! Ich weiß gar nicht, von welcher Firma der ist. Guck mal, ist auch lustig, ne? Von Quality First? Ja, ist egal. Der ist vegan, Zero Zucker und schmeckt geil. Schnurf. Ja, direkt gekleckert, ey. Ich alte Klecker so. Ja, nichts Neues. Essen kannst du auch nicht. Oh, der ist. Eistee ist immer mein Problem, da kann ich keine kleinen Schlücke nehmen, ne? Das schmeckt immer so geil. Und bei dem hat man sogar ein gutes Gewissen. Sind keine Tiere für gestorben.
aber ich wüsste nicht, dass sie überhaupt für Eistee-Tiere sterben. Oder für Cola. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es mit Gelatino und so einem Schnickschnack aussieht. Ich auch nicht. Aber es interessiert mich auch nicht. Das muss schmecken. Mehr interessiert mich nicht. Richtig. Weil ich das trinke, ist das Tier sowieso schon tot. Ich trinke immer aus lebenden Tieren. Die schneide ich unten so auf und dann das ganze Blut raus. Ja, genau. Ja, genau. Wenn man das macht, dann kann man das trotzdem als vegan deklarieren, weil das Tier lebt ja noch. Weil diesen veganen Trend, ich verstehe den veganen Trend nicht. Vegetarisch gehe ich noch mit, aber vegan verstehe ich einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Ein Ei essen. Aber, na ja. Warum sagt man, ich esse kein Ei? Verstehe ich nicht. Ja, um Ei geht es tatsächlich noch weniger. Also Ei, da ist eigentlich, bei Eiern ist weniger das Problem. Ei kann man wirklich noch machen als Veganer. Das Problem ist mit den, ja, da kommt es auf die Bedingungen eben an. Wenn du mal gesehen hast, wie es den Kühen dabei geht, dann kann ich ja schon nachvollziehen. Ich kann ja sagen... Keineswegs. Also das ist einfach Quälerei. Die Milch, wo wir bei uns verkaufen, den Kühen, der geht super. Ja, es gibt eben regionale Produkte und es gibt die Ja-Produkte. Und quasi die günstigen Produkte, Schiff, da ist halt wirklich, da ist die Kühe, die haben da ihren halben Quadratmeter für ihren 5 Quadratmeter Arsch. Und hier, gut. So nach dem Motto, das ist halt leider der Fall. Ja. Und deswegen kann ich dann nachvollziehen, dass man da sagt, sowas unterstütze ich nicht, deswegen esse ich diese Produkte oder kaufe diese Produkte. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das sind Eier tatsächlich nur das kleinste Problem. Ja, wir haben ja genauso auch ist es mit Honig. Honig ist jetzt auch nicht das größte Problem, weil die Bienen, wo sich die Imker drum kümmern, denen geht's sehr gut. Die werden ja nicht irgendwie abgeschlachtet. Auch industriell ist ja Honig eher schonend quasi hergestellt. Aber halt, also, gerade Fleisch, boah, brauchen wir nicht drüber reden. Dasselbe ist eben für die ganzen Kühe und auch das Schreddern von Hähnchen und Chicken, also hier diese kleinen, von so männlichen Küken, ist halt auch nicht gerade so geil. Also wenn man sich das mal anschaut, muss ja auch nicht sein. Aber... Na gut, verstehe, aber so regionale Milch, wo man weiß, wie es den Tieren geht. Warum ist das nicht regional? Ja, das kannst du halt nicht immer nachweisen. Da müsste ja jeder Veganer immer von seinen... von einem Bauern oder sowas beziehen. Und das geht halt nicht in der Stadt. Gerade in der Stadt ist sowas ein Trend, weil... sich das da halt stärker ausbreitet. Auch Veganer. Auf Land, die hatten noch lange Zeit kein Internet. Das ist der größte Schmutz, quietsch wie Sau. Ich habe ihn probiert, diese Simpli Plus Käse da wieder Zeug, Alter. Ich habe eine Scheibe gegessen. Ey, der Zeug kannst du nicht essen. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, wie man sowas runterkriegen kann. Verstehe ich nicht. Auch diese Soja-Ersatzstoffe, da bin ich auch gänzlich raus. Ne? Ja. Also das schmeckt teilweise so hart nach Dingen, die ich jetzt nicht weiter erläutern möchte, wo man sich sagt, ei. Ja, wer bei uns. Kriegt eine Hure gut runter, aber man selbst weiß ich nicht. Einen sehr eiweißhaltigen Geschmack, finde ich. Wir haben bei uns im Laden auch so ein paar vegane Produkte und so ein paar Veganer, die schwören auf, wir haben da vegane Knusperschnitzel. Und da wurde mir mal gesagt, ich hab die auch mal. Das musst du probieren, das schmeckt so geil. Ich hab bis jetzt, weiß ich nicht, ich hab mich bis jetzt nicht überreden können, das zu probieren. Ja, also ich hab das mal gegessen, das ist Sojaschnitzel. Nee. Die, wie gesagt, die haben halt auch so eine Konsistenz zwischen. Die sind halt. Die Konsistenz dann, also es soll ja Schnitzel darstellen, aber es ist eigentlich. Kennst du das, wenn du so ein ganz normales. Wie hießen diese Dinger? Diese flachen Müsli-Teile, weißt du, was ich meine? Müsli-Riegel? Nee, wirklich Müsli, was du in Milch einlegst. Diese flachen, nicht Haferflocken. Cornflakes, halt diese ganz normalen Cornflakes, die man so kennt. Ein Bett im Cornflakes. Weißt du, was ich meine? Nee. Weißt du, was ich meine mit Cornflakes? Also, ich kenn Cornflakes, ja, aber... Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Warte. Erstmal, damit wir vom Gleichen reden, ich rede hier von. Warte. Guck mal bei Discord. Ach, die Viecher. Da brauchst du... Ja, das sind dann die genau. Cornflakes. Ja, diese die ganz normalen dünnen Cornflakes, genau. Und ich weiß nicht, hast du die schon mal gegessen? Ja. Dann legt man, dann machst du die ja mit Milch und wenn du halt die vergisst und irgendwo hinstellst unten diesen Matsch dann so rausziehst quasi. So schmeckt ungefähr, so ist die Konsistenz von dem Sojaschnitzel. Und der Geschmack ist relativ neutral. Ich glaube, da geht sogar in die gleiche Richtung. So,
das ist halt Geschmackssache. Ja, und das ist absolut ekelhaft. Kessel unter Dampf! Ja, ja. Schlachtkurs steht. Schlachtkurs steht. Bin übrigens immer euch ganz fit, ey. Wie lange? Was? Warst du noch mal mit dem Arzt? Hast du gesagt, wir Leute, ich bin gesund? Ja, ja, ich bin sterbenskrank. Aber es ist schon besser geworden, wenigstens? Ja, es ist besser geworden, aber Husten immer noch so ein bisschen, so Medium-Husten halt. Verschleppte Angina? Verschleppte Angina? Verschleppte, was? Vagina? Angina! Sind die doof? Hä? Was sagt denn, da Vagina hast? Ja, hab ich. Was machen die Piraten hier? Hä? Gibt's da was umsonst? Hä? Ihr Park. Ja, warum? Hallo, hier wird geschossen. Seid ihr dumm? Gehen Sie mal weg hier. Wir wollen hier gerade. Ja. Wir haben da einen Gegner. Hä, was machen die? Hä? Oh, nein. Versteh ich nicht. Also, eine Mandelentzündung ist es nicht. Der Arzt hat mir so ein Zeug verschrieben zum Gurgeln wegen die Halsschmerzen. Das ist so ekelhafter Zeug. Wenn du dich mal übergeben musst, dann lass es nicht raus, ja, sondern schluck es wieder runter. Das ist angenehmer. Ja, jetzt habe ich es zerstört, jetzt drehen die ab. What the fuck? Jetzt fahren die zum nächsten. Hä? Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Die fahren genau immer dahin, wo ich drauf schieße. Hä? Warum? Guck mal, jetzt ist das kaputt. Jetzt schieße ich hier drauf. Und jetzt geht der. Hä? Was für Honigmelonen habt ihr? Was für Honigmelonen habt ihr im Angebot? Ich glaube, wir haben aktuell keine Honigmelonen. Ich verstehe nur gerade das Verhalten von den Piraten nicht. Ich verstehe nicht euer Sortiment. Wir haben Wassermelonen. Ja, auch für 88 Cent? Ne, für 1,39. Die war letzte Woche für 79. Für 79 Cent war die letzte Woche im Angebot. Ja, okay, na gut. Wollte gerade sagen. Das hat der Obstlohn doch geschafft. Nein, du sollst nicht hinfahren, du sollst drauf schießen. Fahr doch nicht in den Rand, du bist behindert. Fahr zurück. Scheiße. Rein zum Einsatz. Na gut, ich werde dich aber mal wieder alleine lassen. Ich wünsche dir was. Ja, ich wünsche dir auch was und ja, man hört sich. Genau. Tüdelü. Ui, ui. Ula. Ula. So, Kinnas, rein hier! Renn in die Olga! Ja, mal überall die Scheiße hier verteilen. Zack, 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 zack. Wollen wir hier noch was? Da ist noch was. Da ist noch was. Da ist noch was. Da ist auch noch einer. Ich verstehe tatsächlich nicht, was die Piraten da machen. Ach ja, ich glaube, du musst nicht nur die Grafen zerstören, wenn die Insel mehrere hat. Der Balken oben ist doch fast voll. Ja, ich nehme tatsächlich die Insel nicht zum ersten Mal ein. Ich verstehe. Ich weiß nicht, was. Was machen die Piraten hier? Ich verstehe es nicht. So,
Leute, alle rein hier, alle rennen. Gruppenkuscheln werden angesagt. Mit Steine schmeißen. Ja, danke. Danke, danke. Danke, danke. Ja, danke. Danke, vielen Dank. Danke, danke. Jetzt geh mal aus meiner Leitung raus. Ich will eine Dame. Die Dame ist Aufgabe, Maria. Das Wasser schäumt, Admiral. Das hat es bis jetzt immer gereicht, das hier zu zerstören. Kurs setzen. Ist hier noch was ganz? Alles kaputt. Oh, das hier ist neu tatsächlich. Ja gut, dann wollen wir da mal hinfahren, ne? Leute, einmal umsatteln. Oh, da liegt doch Bergungsgut. Die Flammen wollen. Ein Turbo gelöscht. Einschalten. Perfekt. So, jetzt satteln wir um. Turbo! Tschut, tschut! Alle sammeln! Welche Insel bist du? Oh, die kann ich auch gleich mitnehmen. Laufen Koordinaten an! Am besten nicht mitten im Radius hier. Wobei, wir können uns auch hier sammeln. Setzen Sie den Angriff fort. Leute, wir sammeln uns hier. Endet. Das ist ein nee, das ist ein schlechter Spot. Wir sammeln uns doch hier. Aber hier oben. Flotte legt ab. So, kriegen jetzt hier ein paar hier und da zwar ein paar Salven mit, aber. Ja, eigentlich kann ich auch hier stehen bleiben, oder? Schiff unter Beschuss. Ich kann mit den Schlachtkreuzern reingehen. Kampfdeck bereit machen. Mit normaler Geschwindigkeit. Wir wollen aber mitkriegen. Wir wollen auch ein bisschen. Feuert aus allen Rohren! Feuert aus allen Rohren! Alter! Feuert aus allen Rohren! Hey! Nicht so dicht ran hier. Fahrt auch in den Radius rein. Warum fahrt er so dicht daran? Seid ihr komplett Jack oder was? Nein! Jetzt kommen die Piraten wieder, ich verstehe es nicht. Ich lass mich nicht provozieren. Darfst du fahren, aber nicht weiter. Feuert aus allen Rohren! Bereit,
zum Feuer! Alter. Maschinen laufen an. Flotte erwartet Befehle. Jetzt kommt der auch dazwischen. Bereit für die Revanche? Ja, nehme ich. Oh oh. Das ist meine Insel. Komm ja nicht auf dumme Gedanken. Ist ja schön, dass das deine Insel ist. Gehört jetzt mir. So. Sie haben an Einfluss gewonnen. Ah, du bist voll. Du bist auch voll. Alter, kein Platz hier. Das Schiff meldet sich zum Dienst. Hä? Ach, das ist Öl. So. Achtung, Admiral anwesend. Sind unterwegs. So, ein Punkt auf der Liste geschafft. Ballard Curry ist weg. So. Steuermann. Jetzt muss ich aber mal schnell Gas geben, dass wir hier ins Konter kommen, weil da liegt jetzt der ganze... Wieder ist kein... Konto ist auch leer. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Insel mache. Ich glaube, ich lasse das einfach mal so. Keine Ahnung. Jedenfalls gehört sie jetzt mir. Hier ist jetzt nichts mehr, was meine Ölfrachter abschießen kann. Keine Ahnung. Vielleicht baue ich hier das Öl ab. Ich habe keinen Plan. Ich kann den Konto auch umsiedeln. Hier hin. So. Ah, nee, will ich das nicht. Nee, ich lasse den Konter doch hier hinten. So, aber hier. Oder ich reiß das Ding ab und erkläre. Ach, ich weiß auch nicht, was ich hier mitmache. Auf jeden Fall habe ich jetzt minus 34 Einfluss. Meine Schiffe sammeln sich jetzt hier. Und ich speichere das Ganze. Safe. Fortsetzen. Kann dieses Geheimnis endlich? Wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Was haben wir denn hier? Was ist klein, rund und weiß und wird von Frauen als Schmuck getragen? Das sind Perlen. Ey, du Perle. Ungehorsam Hello. Ist eine feine Sache. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Stolz zurecht. Gemeinsam triumphieren wir. Was ist das für ein Scheiß hier? Dynamit. Naja, ich produziere so viel Dynamit. Quad Aerodynas Dingstar. Gesundheit. Halt! Hä? Freude! Ach, jetzt kann ich Kampern verkaufen. Verkaufen! Zack! Ja, ab 17. Perl bringt nämlich Knete! Ja, wobei eine Perle ist ein Verkauf, also. So, jetzt habe ich wieder Zeit fürs Wesentliche hier. Ah, guck mal, hier ist eine Aufgabe. Das Haus Harlow braucht und schneid unterwegs ein paar Hälse durch. Ein Foto, das kriegen. Nichts leichter als das. Klick, klack und weg damit.
Free Money, danke schön. Du bekommst deinen Anteil, so wie alle anderen auch. So. Im nächsten Stream. Hä? Was will denn der Hampelmann hier? Ja. Zack. 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 Und jetzt geht er unter. Schiff unter Beschuss. Volle Segel. Du hast noch lange nicht gewonnen. Ist das so? Flotte bereit zum Feuern. Flotte legt ab. Boah, ist das entspannt, jetzt hier lang zu fahren, wenn hier nichts ist. Ich kann auch die Anteile verkaufen hier. Schwingt die Fahne der Freiheit. Ach komm, weg. Ihre Zeit nicht wert, was? Weg mit den, weg mit die Viecher. Bin gespannt, ob sie sich die Insel wiederholt. So. Das bringt nichts. Genau, ich könnte mir hier von ihm hier. Das ist zwar nicht seine Hauptinsel, aber Alter. Allein, das ist nicht seine Hauptinsel. Und wenn ich hier die Anteile hole, bin ich schon bei 35.000. Dann ist auch nicht seine Hauptinsel. Gut, hier bringt es auch nichts. Das hier ist. Hä? Das hier oben ist seine Hauptinsel. Auch nicht. Hat er keine Hauptinsel? Ach doch, das ist doch seine Hauptinsel. 36.000, aber ich will mit denen keinen Krieg, weil... Nein, der zerstört mich. Gut, ich meine, die haben alle mehr Militär als ich, aber... Also hier, er hat mir den Krieg erklärt. Und hier habe ich ihr den Krieg erklärt. Leute, wer schaltet bei den Turbo ein hier? Dauert zu lange. Wir können ja auch mal diesen hier einschalten. Zack. Alter, drücken die beiden ja direkt auf die Tube. Geschütze, Feuer! Hier ist Krieg. Was willst du mit deinem lächerlichen Kanonenboot hier? Ey, gar nicht für Abdrehen brauchen. Flotte beginnt Geleitschutz. Gemeinsam triumphieren wir. Flotte erwartet Befehle. Ei. Du bist aber nicht der Hafen. Ich will zum Hafen. Neue Ziele? Schiff unter Beschuss. Was? Achtung, Admiral anwesend. Du drehst einfach ab, oder was? Wow. Verpasst ihnen die volle Breitseite. Steuermann. Schiff unter Beschuss.
Volle Segel! Alter! Segel setzen! So. Volle Segel! Ach ja. Still gestanden, Herr Admiral. Mehr als bereit. Schiff Achtung, unter Beschuss. Admiral anwesend. Und tschüss. Hi. Warte mal. Ich hab doch hier noch was. Alles bereit. Und zwar kriegst du den Spaß hier. Frachtverlagerung auf minus 25, Bewegungsgeschwindigkeit plus 10. So, zack. In die Takelage. Sind unterwegs. Schiff unter Beschuss. Ernst. Besetzt die Station. Oh je, falsch, bist leck. Fahr mal hier rein. Herum mit dem Ruder. Ja, von dem kann ich mich verabschieden, weil ich habe mich verklickt. Scheiße. Tschüss, Öltanker. Ich hätte den Konto umsetzen sollen. Ein Schiff wurde zerstört. So. Das Problem ist, ich kann mir keinen neuen kaufen. Egal, ich brauche sowieso keine 3 davon. Das lohnt sich nämlich nicht. Achtung, Admiral anwesend. Keine Ahnung, fehlt ein Besucher auf. Hochsetzen. Alter, das ist halt. Schaden pro Schuss. 600? Hä? Neue Befehle? Schieß eine Seite. Kann das so gedruckt werden? Auf die Station! Okay, das Ding ist nice. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Ein letzter Blick. Verzwitze von mir, habe ich eben schon gemacht. Das Wasser schäumt, Admiral. Alles bereit. Schlachtkreuzer auf dem Weg. Kampfdeck bereit machen. So, kurzen Waffentest. Aber einen kleinen Radius, das Ding. So, im nächsten Stream werde ich mich um die Oberrussen kümmern. Ich bin der Trägheit erlegen.
Vielleicht hier mal gucken, dass ich vielleicht mal ein Bankhaus planten kann. Guck mal, mir fehlen auch gar nicht mehr viele. Aber wenn ich das Bankhaus habe, dann geht das Income nach oben. Das Problem bei der Bank, das ist so ein riesen Amarillo. Ja, keine Ahnung, wo ich das hinplanten soll, ey. Aber das ein Bankhaus, das haut quasi die ganze Stadt ab. Ich muss mal gucken, wo ich das sinnvoll hinplatziere. Am besten hier in die Mitte. Ich hau mal die Kirche weg. So. Okay, das Wirtshaus hier oben, das könnte ich verschieben. Wo hat ihnen Anteil an ihrer Insel? Keine Ahnung. Das kann er ruhig machen. Tja, passiert eh nichts auf dieser Insel. Was will der? Ich glaube, der will über die Insel weg, aber das kann er ruhig machen, mit denen habe ich nichts. Problem ist. Ja, ich gönne diese Insel hier niemanden. Was? Ich. Ne. Da reiße ich lieber das Konto ab und plante das neue, anstatt ihm die Anteile. ja. So. Bank. Alter, so ein Aparillo, ey. Bankhaus. Ob ich hier einen Wasserturm geplantet habe. Alter. Was für ein Amarillo. Die Waffenruhe wurde beendet. Bushaltestelle. Dies wäre das Sahne. Diese Zahlen hier beunruhigen mich. Fährt der Zug jetzt ein? Sind Sie bereit, Ihre... Fährt der Zug jetzt? Sind Sie bereit? Vortrefflich. Ich erwarte hohe... Ja, klar. Warum auch nicht? Ich benötige Ihre Dienste. Warum auch nicht, wieso bin ich jetzt im Kap Dummhausen? Ich habe gerade gesehen, da sind Ruinen. Wollen wir ja nicht. Wo sind wir denn hier? Kein Warenlager in der Nähe. Wir werden beobachtet. Was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ja, deine Mutter spielt seit 2 Stunden. So, ich habe aber hier die Möglichkeit, die. Warum denn? Kap der guten Hoffnung! Ab dafür. Ah, genau das Richtige für meinen Blutdruck. Boy.
Dies wäre das Sahnehäubchen. Diese Sache hier macht mir zu schaffen. Die Pizmit-Bande. Ah, wo sei der Peter Bram, Christian? Vortrefflich. Bram. Man muss alle Bauern- und Arbeiterhäuser. Ja, bringt man doch gerade nichts. Ich baue mal hier. Guck mal, hier können die Leute Blumen kaufen. Gibt es da eben einen Käsestand? Dann können die Leute hier Tränke sich gönnen. Was auch immer. Das sind hier Einzeltische. Guck mal hier, geiles Fischbrühe. Auch mal wieder Bock drauf. Seit Ewigkeiten nicht mehr gegessen. Zuckerbäcker, öffentliche Uhr, damit man weiß, wie spät das ist. Straßenlaterne, wir wollen es ja auch immer schön hell haben hier. Spenden die wirklich Licht? Oh, die machen wirklich Licht. Was? Was? Da fahren wir direkt mal raus. Na gut. Brauchen wir nicht. Stehen bleiben. Ein Schiff fährt nur raus. Wenn man ja tappt, ich sehe ja gar nichts. Leute, alle stehen bleiben. Es fährt nur ein Schlachtkreuzer raus. Maschinen laufen an! So, wir haben Bankhaus. Ich brauche nur noch Kaffee und Uhren und dazu brauche ich die neue Welt. Eine Berühmtheit ist gerade ange. So, oh, die neue Welt geht jetzt im nächsten Stream. Ich weiß nicht, wenn der Baron und ich morgen Snowrunner daddeln, wird morgen wohl kein anderes Stream kommen, sondern erst Samstagabend wieder. Ja. In der neuen Welt brauchen wir Oberrussen, wir brauchen Gold. Bereit für den Einsatz. Und vor allem brauchen wir den Öl aus der neuen Welt. Den Öl, Bruder. Und ich muss mal die ganze Expedition hier machen. Ich kann mir kein Schiff kaufen, weil ich keinen Einfluss habe. Aber da ändern wir. Das wird bald geändert. Und dann muss ich mal gucken, dass ich hier mal die ganzen Bedürfnisse erfülle. Damit wir hier eine Dürre kriegen und hier auch eine Bank hinplanten können. Ich sollte nicht nach mehr fragen. Ich brauche Hilfe bei einigen kleinen Problemen. Bauen Sie kleiner Baum, Zypress. Ja, aber den Scheiß jetzt findet man. Ach komm, leck mich am Arsch. Da haben sie sich gehörig in die Nesseln gesetzt. Nehmt schon, bevor ich davon einen trinke. Danke. Wir liegen Ihnen wirklich am Herzen, oder? Hä? Was fehlt denn hier? Sie gehören schon fast zur Familie. Marktplatz. Oh, wow. Hui, Rum und Dings werden knapp. Sieht das hier nicht mit Rum und Pates Metal aus? Ja. Könnte besser sein, tatsächlich.
Was war das nochmal? Das hätte ich selbst bemerken müssen. Ja, warum hast du nicht selbst bemerkt? Eigentlich kein Grund, hier Trübsal zu blasen. Rosige Wangen und Heiterkeit. Bei Nähmaschinen kann ich auch hier herstellen. Ah, erstmal noch eine. So, Rum und Pelzmetal, das wird knapp hier. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ist auch eine Dynamitfabrik und die brennt einfach, ey. Die Menschen lassen sie hochleben. Ich hab nur eine Feuerwehr hier. Und das bei der Dynamitfabrik. Schalten Sie den Strom ein. Ja, wird jetzt angeschaltet. Ich krieg jetzt Öl. Die Flammen wurden gelöscht. Nähmaschinen werden hergestellt. Keine Seide mehr. Lecken Sie mich, wenn's weitergeht. Hier nur noch Konserven. Ich hab keine Ahnung, wo das Schiff hier ist. Oh, der fährt gerade wieder zurück. Wie sieht das hier mit Konserven aus? Ich glaube, jetzt, wo ich den Scheiß rüberschiffe, da muss ich gucken, dass ich das da drüber mal herstellen kann. Oh ne, das steigt tatsächlich gerade. Ja, perfekt. Romaro wieder reingekriegt. Kriegt zu wenig Jagdgründe rein. Verteidige die Insel da hinten mal mit meiner Flotte. Du stell dich einfach hier vor, wenn ich sie brauche, ziehe ich die von hier ab. Das Problem ist, ich kann kein weiteres Jagdgebiet da hinten hinzufügen, weil dann brauche ich hier ein zweites Schiff. Eisen ist zwar voll, aber auf der anderen Seite kann ich das doch machen, weil ich lasse sie wieder ein Schnauze. Ein dreister Schwindel. Weil der fährt nicht mit voller Auslastung.
Fährt immer noch mit so zwischen 13 und 20, würde ich jetzt mal sagen, je nachdem wie schnell der ist. Ich glaube, dann füge ich hier nochmal zwei Jagdgründe hinzu und dann passt das wieder. Dann muss ich nur nochmal dran arbeiten, dass wir mehr Baumwollstoff kriegen. Da müsste ich dann aber ein zweites Schiff hinzufügen. Da wieder. Warte mal. Ei. Lol, als ob du nur mit 34 fährst. Was ist denn da los? Ich meine, das Ding gibt jetzt Kette. Hm. Ein neuer Auftrag? Ah, ich füge mal zwei Jagdgründe zu. Ich habe weder Baumwolle noch Bambusen da. Kann ich den Spaß hier drüben auch abbauen? Baumwolle kann ich hier drüben abbauen. Vielleicht soll ich hier drüben Baumwolle abbauen, was ein Schiff dann immer hin und her fährt. Dann kann ich hier die ganze Baumwolle nämlich... Was machst du? Ach, Kautschuk. Zuschauen? Ja, mal schauen, aber ich kümmere mich morgen, also im nächsten Stream um die neue Welt. So. Und mit diesem Stand werde ich mich jetzt verabschieden. Da sage ich jetzt auf jeden Fall zuschauen. Vielleicht wird es aber irgendwie sein. Hauen Sie rein. Tüdelü. Ende.